Hallo und herzlich willkommen zu einem meiner neuen Videos. Und zwar wurde ich gebeten von einigen Leuten doch nochmal so ein bisschen auf das Thema, was hast du eigentlich so verdient? Oder wie viel Hartz IV kriegst du so? Und so weiter, ob ich da nochmal drauf eingehen könnte. Ja klar kann ich da drauf eingehen. Ich habe ein Beispiel rausgesucht. 4.4.2017 bis 24.05.2017 habe ich zum Beispiel bei einer Zeitarbeitsfirma gearbeitet und habe Bundeswehrschiffe geputzt. Oder ein Bundeswehrschiff geputzt. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Jetzt zeige ich es nochmal. 4.4.2017. Hier ist es. Moment. Ja, Pflichtbeiträge 2017 auf Grundlage von knapp 3000 Euro brutto in 2 Monaten verdient. Ja, gut, kann sich jeder vorstellen, wenn man 3000 Euro brutto verdient in 2 Monaten, kann man sich ungefähr vorstellen, was man denn so ungefähr netto bekommt als Alleinstehender, Lediger mit Lohnsteuerklasse 1 bekommst du knapp 1.000er pro Monat netto. Ja, ich hatte dann auch noch im selben Zeitraum, also hier April 2017, hatte ich dann auch noch Arbeitslosengeld 2 Zeiten oder auch Hartz IV genannt. Ich habe also Hartz IV und Lohn bekommen für Schiffe putzen, Bundeswehr. Schiffe putzen, Bundeswehr zahlt also so wenig Lohn, dass man noch nicht mal ohne Hartz IV leben kann. Jetzt zahlen wir mal was in die Rente ein. Wenn wir einzahlen in die Rente, ich sag jetzt mal 30.000 Euro, im Jahr brutto, dann bekommen wir einen Rentenpunkt. Das heißt, wir haben richtig gut verdient und kriegen pro Jahr immer einen Punkt. Wer als Lehrling keine 30.000 Euro verdient, bekommt natürlich nicht einen Punkt, sondern weniger. Das kann denn sein 0,1 oder 0,2 oder 0,3 Rentenpunkte. Irgendwie so wird das denn ausgerechnet. Wer jetzt zum Beispiel sagt, wie bei mir, Sie bekommen für 2 Monate 2.800 und ein bisschen Euro. So, dann habe ich also mit meinen 12.000 Euro oder mit meinen 15.000 Euro brutto im Jahr habe ich dann 0,5 Rentenpunkte bekommen in diesem Jahr. Wenn ich weniger verdiene, habe ich vielleicht 0,3 Rentenpunkte bekommen. Wer sein ganzes Leben lang jedes Jahr einen Rentenpunkt bekommt, kann davon gerade so relativ gut bescheiden leben. So, wer jetzt weniger bekommt,
der kann weniger gut leben. Wenn ich jetzt zum Beispiel für 450 Euro Minijob oder für 1400 Euro brutto im Monat arbeiten gehe, bekomme ich immer ungefähr so 0,3 Punkte Rentenpunkte. Das heißt also, ich muss nicht 30 Jahre arbeiten, um 30 Rentenpunkte zu kriegen. Das heißt, ich muss 99 Jahre arbeiten, um 30 Rentenpunkte zu kriegen. 30 Rentenpunkte in 30 Jahren sind also für Leute, die 10.000 Euro verdienen oder 12.000 Euro verdienen oder 15.000 Euro verdienen, nicht zu erreichen. Warum erzähle ich das so? Ich wollte auch noch erzählen oder zeigen, dass ich zum Beispiel Hartz IV kriege oder kriegen kann. So, das gibt Hartz IV Geld in Höhe von, tada, wo haben wir's? 2017, 700 Euro Hartz IV. Ja, wie gesagt, 700 Euro Hartz IV oder knapp 1000 Euro fürs Arbeiten gehen. So, Leute, die nicht arbeiten gehen, haben 2017 ungefähr 700 Euro. Leute, die arbeiten gehen, haben 2017 ungefähr 1000 Euro. So, das ist krass. Wir reden immer davon, die Leute sollen vorsorgen, die Leute haben aber nichts zum Vorsorgen. Das ist einfach nur krass. Der Sozialstaat in Deutschland ist ein Geldautomat. Es geht viel um Politik, es geht um Struktur und es geht um Gesetze einhalten. Es geht aber viel zu wenig um die Menschen. So. In Niederlanden ist es zum Beispiel so, da gucken die Leute zuerst, was können die Leute denn überhaupt? Was haben die überhaupt? Was können die vielleicht leisten? Was läuft bei denen gut? Können wir sie vielleicht sofort einsetzen? Bei uns musst du dich erstmal bewerben und dann musst du 14 Tage warten, dann meldet sich vielleicht mal einer und dann hast du 14 Tage gar nicht gearbeitet und 14 Tage gar keinen Lohn. Bei uns wirst du rausgehauen, wenn Feiertage sind, wirst du rausgehauen aus dem Vertrag. Du brauchst also nicht 12 Monate zum Arbeiten, du brauchst 15 Monate zum Arbeiten, weil du wirst ja vorzeitig rausgehauen. Damit du keine 30 Tage im April hast, hast du vorne 2-3 Tage weniger oder im Mai hast du mal irgendwie 5 Tage weniger. Du brauchst also wieder mehr als 12 Monate arbeiten, um auf 12 Monate zu kommen. In den Niederlanden, habe ich mal nachgelesen, gibt es einen Bruttomindestlohn von 1.500 Euro, 1.501 Euro und 80 Cent. So, das gibt es einfach. In Deutschland gibt es einen Stundenlohn. Fertig, aus, Ende. Und da kannst du sogar noch aussuchen, welchen Stundenlohn du zahlst. Ob das ein Tariflohn ist oder nicht oder wie oder was, kannst du alles aussuchen. So, das ist woanders scheinbar nicht so. Oder es ist anders. Es gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist als Bildung. Das ist keine Bildung, sagte John F. Kennedy mal. Ich sage, wer 1200 Euro netto im Monat verdient, hat
kein Geld für Schulden abbauen, hat kein Geld für Urlaub, hat kein Geld für einen neuen PKW und zahlt aber trotzdem Solidaritätszuschlag auf seinen Bruttolohn. Zahlt der sogar Solidaritätszuschlag. Der zahlt Lohnsteuer und so weiter. Wäre es nicht eigentlich besser zu sagen, komm her, ab einer gewissen Summe zahlst du überhaupt erst was. Wir zahlen dir kein Hartz IV, wir zahlen dir kein irgendwas anderes Geld. Du behältst einfach deine 1500 Euro brutto. Viel Spaß beim Ausgeben, du brauchst uns nichts abgeben, du brauchst keine Krankenversicherung bezahlen, du brauchst gar nichts bezahlen. Behalt einfach die Scheißkohle und gib nichts davon ab an Papa Staat. Wir bräuchten auf einen Schlag, bräuchten wir kein Hartz IV mehr. Wir bräuchten kein, ach gehen Sie mal aufs Jobcenter, ach gehen Sie mal hierhin oder gehen Sie mal aufs Wohngeldamt, beantragen Sie mal dies, beantragen Sie mal das. Bräuchten wir alles nicht mehr. Die Leute könnten auf einen Schlag leben. Wunderbar wird das klappen. Die hätten auf einmal statt 1000 Euro oder statt 900 Euro, hätten die Leute auf einmal 1500 Euro netto. Jeden verdammten Monat hätten die das einfach netto. Die dürfen es einfach behalten. So, das wäre was, das könnte man sich mal überlegen, ob das nicht funktionieren kann. So, die Rente funktioniert nicht mehr. Das klappt nicht, habe ich gerade erklärt, kann nicht funktionieren, weil keiner 96 Jahre arbeiten geht. Das wird also nichts mehr. Ja, das war jetzt ein bisschen viel Information von mir. Ich hoffe, ihr habt es alles so ein bisschen mitgekriegt. Und ich sage tschüss bis zum nächsten Mal und vielleicht diskutieren wir da noch ein bisschen drüber. Ich bin bereit. Ich sage tschüss, schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer. Tschüss, bis zum nächsten Mal.